Moinsen Driverinos, wir wollen heute einmal über Schnellladegeräte bei E-Scootern sprechen. Ich habe mir hier zum Beispiel eins gebaut, womit ich alle drei Standard-E-Scooter-Typen einfach aufladen kann. Das heißt, ich brauche nicht drei unterschiedliche Schnellladegeräte für 48 Volt, sondern ich habe eins, womit ich alle drei E-Scooter-Arten bzw. Steckerarten aufladen kann. Denn in der Regel ist es so, da kommt einfach immer nur Plus, Minus raus und das war's. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel euch einen neuen E-Scooter kauft, da ist leider Gottes nur ein langsames Ladegerät mit dabei. Ihr habt aber noch von eurem alten E-Scooter ein Schnellladegerät. Dann könnt ihr, wenn ihr da die Kabel durchknipst, die miteinander verbindet, entsprechend das Schnellladegerät auch an eurem Scooter nutzen. Die Frage ist jetzt, worauf muss man da achten? Ganz wichtig ist, jeder weiß ja, es gibt so bei uns in Deutschland zwei unterschiedliche Typen von E-Scootern. Einmal 36 Volt, einmal 48 Volt E-Scooter. Und so im kleineren Nischenbereich die 54 Volt E-Scooter, da ist es ganz wichtig, dass ihr auch einen Schnelllader verwendet, der zu eurem E-Scooter passt. Na? Das ist wirklich das A und O, weil sonst kann wirklich einiges schief gehen. Da ist immer zur Sicherheit, wenn ihr euch, sagen wir mal, einen von AliExpress kauft, na, dass ihr dann einmal die Spannung überprüft und feststellt, ob die Spannungen, die hier rauskommen, dieselben Spannungen sind, die aus eurem Originalnetzteil rauskommen. Sollte das dieselbe Spannung sein, seid ihr schon ziemlich safe. Jetzt ist die Frage natürlich mit den Ampere. Was passiert, wenn mein Hersteller zum Beispiel einen Akku zur Verfügung stellt, wo das BMS, also die Ladeelektronik, die Schutzelektronik nur 3 Ampere kann und ich schließe dann 4 Ampere Ladegerät an? Geht das dann kaputt? In 99% aller Elektrotechnikfälle ist es nur wichtig, dass ihr auf die Spannung achtet. Ampere spielen meistens keine Rolle, weil die Geräte nur so viel nehmen, wie sie verarbeiten können. Es kann allerdings sein, dass ihr ein BMS habt auf eurem E-Scooter-Akku, was damit nicht umgehen kann. Und dann sagt es sich, boah, das ist zu viel oder brennt durch, weil es zu heiß wird, weil es dann nicht nur die 3 Ampere nimmt, sondern nimmt die vollen 4,5, obwohl es nur 3 kann, wird zu heiß und geht kaputt. Damit ihr da auf der sicheren Seite seid, fragt immer beim Hersteller nach, hey, habt ihr ein Schnellladegerät? Wenn ja, wie schnell kann das laden und wie schnell kann maximal der E-Scooter laden? Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Na, ihr könnt da einfach eine E-Mail hinschreiben an euren Hersteller und einfach nachfragen, hey, was passiert, wenn ich an meinen E-Scooter so einen 4,5 Ampere Charger anschließe, wird dadurch der E-Scooter kaputt gehen? Ja oder nein? Und in der Regel schreiben die euch dann, hey, den E-Scooter, den wir herstellen, der kann nur 3 Ampere, kann es aber 5 Ampere anschließen, weil er dann die restlichen Ampere gar nicht verwendet. Oder der sagt euch, hey nein, das ist ganz wichtig darauf zu achten, dass du nur 3 Ampere anschließt, weil er sonst mehr nehmen wird oder kaputt gehen wird. Ne? Da stellt auf jeden Fall wirklich die Frage. Das ist immer ganz wichtig. Ihr könnt da einfach eine E-Mail zu jedem Hersteller hinschreiben und da die entsprechende Antwort kriegen. Was ist sonst noch ganz wichtig? Thema Kabelquerschnitt. Wenn ihr von eurem 2-Ampere-Charger euch das Kabel abschneidet und ihr packt das an so einen Highspeed-Charger dran mit 4 oder 5 Ampere, dann kann es sein, dass hier drin in dem Originalkabel, was ihr abschneidet, der Kabelquerschnitt zu dünn ist. Das erkennt ihr daran, hier ist so eine Schrift drauf, da stehen immer so ein paar Daten drauf, wie hier zum Beispiel 300 Volt und 20 AVG. Das Originalkabel, was hier zu dem Netzteil gehört, darauf stehen jetzt 18 AVG. Das heißt, von der normalen Denklogik her würde man denken, hey, hier ist eine 20 drauf, das scheint das bessere Kabel zu sein, sollte kein Problem sein, wenn ich sie anschließe. Das ist leider Gottes falsch. Diese AVG, das ist der amerikanische Wire-Standard, AVG, ne? Ich packe euch da mal eine Liste unten rein, da könnt ihr es genau nachlesen. Da ist es nämlich so, dass umso niedriger die Zahl ist, desto höher ist der Kabelquerschnitt und desto mehr Ampere kann das Kabel verarbeiten. Das heißt, wenn hier die Zahl kleiner drauf ist, ist sie besser. Na, das ist eine Sache, darauf solltet ihr achten und hier dann möglichst das Kabel so kurz wie möglich halten. Dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn der Kabelquerschnitt etwas kleiner ist. Aber ihr solltet dann nicht die volle Kabellänge nutzen, weil das Kabel vielleicht sonst gar nicht mit den Amperes umgehen kann. Ganz wichtig ist, das hier ist kein Tutorial-Video oder irgendwie ein Selbstbau-Video. Das soll euch wirklich nur einen Denkanstoß geben, damit ihr dem Nerd im Freundeskreis Bescheid sagen könnt. Denn auch solche Vago-Klemmen ist nicht der Optimalzustand. Die werden selber ein bisschen warm, was bedeutet, da habt ihr Effizienzverlust. Die sind auch nur für starre Litzen geeignet und nicht für so weiche, einzelkleine Litzen. Das heißt, das sollte auf jeden Fall schlussendlich verlötet werden.
Na, und Löten ist eine kleine Kunst für sich. Ihr könnt euch Tutorials und Co. angucken, aber in der Regel habt ihr im Freundeskreis immer einen mit dabei, der das irgendwie kann, ob beruflich oder aus privaten Gründen. Na, achtet da auf den Computer-Nerd eures Freundeskreises, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch ein bisschen löten kann. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, worauf muss man achten? Einmal, dass die Spannung wirklich die gleiche ist. Ob ihr mehr Ampere den E-Scooter geben könnt oder nicht, fragt ihr beim Hersteller nach. Ihr könnt es auf gut Glück probieren, je nachdem wie viel Geld und wie euch so der Sicherheitsstandard lieb ist. Aber ich sage euch ganz ehrlich, fragt beim Hersteller nach, das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Wisst ihr, ihr könnt das aufgrund von Spannung und Ampere verwenden. Achtet darauf, dass Plus und Minus richtig ist. Dafür braucht ihr wirklich einen Multimeter, denn es kann halt wirklich sein, dass die Farben nicht in Schwarz und Rot gekennzeichnet sind, sodass ihr es einfach verbinden könnt. Und selbst wenn hier Schwarz und Rot ist, kann es trotzdem sein, dass hier das irgendwie oben anders dran gelötet worden ist oder sonstiges. Prüft am Ende nochmal nach, ob hier wirklich immer noch Plus und Minus da anliegt, wie es am Originalnetzteil angelegen hat. Sollte das nicht der Fall sein, dann müsst ihr hier einfach Minus auf Rot packen und Rot auf Plus packen, bis hier wieder richtig da Plus und Minus anliegt, wie am Originalnetzteil. Ne? Auf die Spannung achten, auf die Ampere achten, auf den schlussendlichen Ausgang achten, dass da wirklich Plus und Minus vernünftig ranliegt. Und auf jeden Fall ganz wichtig, nicht einfach zusammendeichseln. Das ist nur zu Schauzwecken, zu Testzwecken, dass ich alles schnell auseinanderstecken und verändern kann. Auf jeden Fall das Ganze verlöten, damit alles wieder ordentlich effizient ist. Das Ganze wieder schön isolieren, ne, dass nirgendwo offene Kabelstellen offen sind und irgendwo ein Kurzschluss entstehen kann. Und dann spielt es eigentlich keine Rolle, was für eine Art Netzteil ihr verwendet. Ne? Denn viele Hersteller wollen keine Schnellladenetzteile angeben. Die Scooter, die BMS können das aber trotzdem, ne, ermöglichen. Und dann müsst ihr einfach auf ein anderes Netzteil drauf zugreifen. Und ihr müsst da wirklich nicht irgendwie, wenn ihr auf AliExpress und Co. halt guckt oder bei einem anderen Hersteller, der euch ein Schnellladenetzteil anbietet, es muss nicht der passende Stecker sein. Ihr könnt den Stecker einfach von eurem alten Gerät abschneiden und an dem neuen einfach ranpacken. Ich persönlich nutze hier noch so einen Wattmeter zwischen, da kann ich immer tracken, wie viel Strom rein und raus geht. Ich weiß nicht, ob ich euch das so zeigen kann, weil das unter Last nur funktioniert, sonst flackert das bei den meisten Netzteilen, weil die immer die Energie so ein bisschen pulsen. Ja, ist ja auch der Fall. Warte mal, ich hab hier irgendwo, nehmen wir mal die hier. Müsste eigentlich gehen oder das explodiert jetzt voll in mein Face. Nein, das sollte eigentlich funktionieren. Haben wir noch ein bisschen Spannung und Thrill hier. Der kleine Kondensator sollte genug Energie speichern können für zwischendurch und woo, Party. Ja, damit ist das Ding jetzt ein bisschen verwirrt. Aber wir sehen, er hält jetzt hier so halbwegs die Spannung, damit ihr das erkennen könnt. Ne, der zeigt dann hier die Volt an, die Watt, die Amperestunden, die reingegangen sind, die Wattstunden, die reingegangen sind. Und so kann ich bei den E-Scootern immer tracken, wie viel Energie schlussendlich reingeladen wird. Vor allen Dingen, wenn ich so mit Powerstations und Co. agiere. Ne? Zip, aber all diese Bastelfaxen, das ist halt hier alles wirklich MacGyver-mäßiges Gedeichsel und Co. Ne, das mache ich wirklich nur, damit ich schnellstmöglich die Sachen für unterschiedlichste Sachen verwenden kann. Es ist halt wirklich wichtig, wenn ihr keine Ahnung von Elektrotechnik und Co. habt, fangt nicht an mit diesen teuren Sachen rumzufummeln. E-Scooter kostet jede Menge Geld, so ein Netzteil kostet jede Menge Geld. Guckt euch da Lötkurse und Co. einfach auf YouTube an, ne, und fangt mit ganz kleinen Geräten, mit kaputten Spielzeug und Co. an, das zu reparieren. Und dann könnt ihr euch zu sowas vorarbeiten. Aber für alle, die, sage ich jetzt mal, das Schnellladenetzteil schon zu Hause haben, haben sich den neuen E-Scooter gekauft und da ist ein langsames Netzteil mit dabei und das hat dieselben Spannungen, dann könnt ihr natürlich das Kabel einfach so umändern. Nur fragt da am besten wirklich den Nerd eures Freundeskreises, dass er euch das einfach eben schnell löten kann. Und dann funktioniert das. Ihr könnt ihm ja auch das Video hier zeigen, dann wird er direkt sagen, jo, klar, kann ich machen. Wichtig ist immer nur, das hier ist nicht für jedermann. Ne? Das ist keine Anleitung, kein Tutorial oder sonstiges. Denn ich bin kein Ausbilder. Ich verpeile auch oft genug, irgendwelche Sachen zu erklären, zu sagen oder verspreche mich manchmal. Das hier sind wirklich Videos, die sind für die Nerds da, damit die das sehen und einfach den kurzen Aha-Moment haben. Denn manchmal siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Na, vielleicht hast du vom alten E-Bike oder so noch so ein Netzteil und bist nicht darauf gekommen, hey, kann ich doch auch für meinen E-Scooter verwenden. Das Video soll wirklich nur ein Denkanstoß sein. Ne? Und generell,
Hey, man kann das alte Gerät weiterverwenden, das wird nicht weggeschmissen oder sonstiges, ist auch noch gut für die Umwelt, ne? Also das schont nicht nur den Geldbeutel, im besten Fall, wenn ihr alles korrekt macht und nichts falsch macht, sondern das schont auch noch die Umwelt, weil nicht ein neues Netzteil produziert werden muss und so weiter und so fort. Ich denke, das ist für alle irgendwie das Beste, sowas sich einfach eben schnell zurecht zu deichseln. Wichtig ist nur, dass man es vernünftig macht und deswegen macht das bitte nicht selbst. Fragt jemanden, den ihr kennt, der irgendwie Elektriker, Mechatroniker oder hobbytechnisch voll der Nerd ist, der kriegt das auf jeden Fall für euch hin, dass er es vernünftig für euch machen kann. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen was erklären oder zeigen oder sagen. Ich hoffe, es hatte irgendwie für irgendwie einen gewinnbringenden Nutzen. Ich habe es euch jetzt nur noch mal gezeigt, weil ich vor ein paar Tagen noch mit einem Kollegen darüber diskutiert habe und der hat keine Ahnung, wie viele E-Bikes zu Hause. Und benutzt für quasi alle E-Bikes ein und dasselbe Netzteil. Die anderen Netzteile sind alle noch im Karton mit drin. Und bei den E-Bikes hat man mittlerweile schon schnellere Ladegeräte mit dabei. Alle auch eigentlich um die 4 oder 5 Ampere. Und er ist auch ein Nerd. Er bastelt auch sehr viel. Er kann auch löten und Co. Aber er ist da auch nicht drauf gekommen, dass er einfach sein E-Bike-Netzteil nutzen kann, um damit sein E-Scooter aufzuladen. Und deswegen dachte ich mir, das wäre ein sehr wichtiges Video, um bei den Nerds einen kleinen Denkanstoß zu machen. Denn wie gesagt, manchmal siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wer den Kanal unterstützen will, PayPal-Link ist in der Videobeschreibung bzw. vorne in der Kanalfront mit drin. Denn solche Basteleien und kleine Gedönskram-Sachen sind immer sehr teuer. Wenn ihr mich da unterstützen wollt, würde ich es sehr cool finden. Dann habe ich auch die Möglichkeiten, meine Projekte schneller fortzusetzen, wie diesen LFP-Akku hier. Das ist einer auf 25-Volt-Basis, ein zweiter ist gerade schon fast am Start. Und dann haben wir den ersten LFP-Akku, womit wir einen E-Scooter vernünftig mal durchfeuern können. Für all solche Projekte braucht man natürlich ein bisschen Unterstützung, damit es schneller geht. Ansonsten kommt es auf jeden Fall, aber es dauert alles etwas länger. Ihr wisst ja, wie lange ich schon über LFP und Co. rede. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, das konnte den einen oder anderen helfen. Wer den Kanal unterstützen will, gern PayPal-Link nutzen. Auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Und ich sage wie immer an der Stelle, drive long, feel free. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Macht's gut!